willst alles über Kane erfahren, was du wissen musst, um mit ihm zu climben, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Phil, Challenger-Jungler seit 3 Jahren und werde dir in diesem Video erklären, wie du Kane zu spielen hast. Zusätzlich habe ich mir noch Infos von High-Elo-Kane-Mains geholt und die haben mir ein paar interessante Geheimtipps verraten, die du lieber nicht verpassen möchtest. Kane ist der meistgespielte und wahrscheinlich auch meistgehasste Jungler. Auf der einen Seite kann er dich one-shotten, durch Wände gehen und geht von 0 auf 100 in unter einer Sekunde. Naja, vielleicht auch 2. Und auf der anderen Seite killt er jeden Tank, ist selber unkillable und heilt sich von 0 auf 100 in unter einer Sekunde, diesmal sogar wirklich. Bevor wir aber an das Eingemachte gehen, muss ich erwähnen, dass Kane 2 verschiedene Formen hat. Einmal Rast, die rote Form, und dann die Blue Form der Shadow Assassin. Ich werde bei allen Punkten euch für beide Formen eine Variante mitgeben. Kommen wir direkt zu den Runen von Kane. Wenn du Red Kane, also Rast, spielst, entscheidest du dich für Conqueror als Key-Rune. Danach gehst du für Triumph, Legend Tenacity und Last Stand. Danach hast du die Wahl zwischen dem Domination Tree mit Sudden Impact und Treasure Hunter oder dem Inspiration Tree mit Magical Footwear und Cosmic Insight. Der Domination Tree ist dabei besser fürs Early Game und Snowboard. Der Inspiration Tree hingegen ist sicheres Scaling und Free Gold, egal was passiert. Als zusätzliche Werte gehst du 2x auf Adaptive Force und 1x Leben. Wenn du den Shadow Assassin, also die blaue Form, spielst, dann hast du grundlegend 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder entscheidest du dich für den Domination Tree mit Dark Harvest als Keystone. Danach gehst du für Sudden Impact, Eyeball Collection und entweder Treasure Hunter oder Relentless Hunter. Kommt ganz darauf an, was du präferierst. Im Second Tree empfehle ich dir dann den Inspiration Tree mit Magical Footwear und Cosmic Insight. Du kannst aber auch die umgekehrte Variante gehen und dann gehst du in den Inspiration Tree mit First Strike als Keystone. Danach entscheidest du dich für die Schuhe, Futures Market und Cosmic Insight. Jetzt gehst du in den Domination Tree und nimmst wieder Sudden Impact und Treasure oder Relentless Hunter mit. In beiden Varianten gehst du bei den zusätzlichen Werten auf Double Adaptive Force und 1x Leben. Wofür du dich entscheidest, also Dark Harvest oder First Strike, ist dir überlassen. Beides funktioniert mit der Blue Form sehr gut. Bei der Skill Order von Kane gibt es grundlegend 2 Varianten. Die sind aber nicht davon abhängig, welche Form du nimmst, sondern ob du früh fightest oder eben nicht. Wenn du dir 100% sicher bist, dass bis Level 4 kein Kampf entsteht, dann kannst du mit der Q starten, Level 2 die E nehmen und dann auf Level 3 erneut die Q-Skill. Erst auf Level 4 nimmst du dann die W. Das machst du allerdings nur, wenn du wirklich sicher bist, dass nicht gekämpft wird. Du bist ohne deine W auf Level 3 nämlich schwächer im Kampf, aber dafür schneller im Clear. Sobald du dir nicht sicher bist, nimmst du auf Level 3 die W und dann auf Level 4 wieder die Q. Ein Unterschied bei den Formen gibt es allerdings bei dem Maxen der Fähigkeit. Auf Blue Kane packst du 3 Level in die Q und danach maxst du deine W. Das machst du, weil der W-Skill auf Blue Kane deutlich wichtiger ist als die Q. Die brauchst du im Early Game aber trotzdem für den Jungle Clear. Deswegen die 3 Punkte. Nach dem W-Max kommt dann auch die Q und zuletzt die E. Bei Red Kane ist das ein wenig simpler. Da maxst du zuerst die Q, dann die W und danach die E. Die Q ist für Red Kane wichtig, weil du damit genauso wie mit der W extrem viel Leben wiederherstellst. Bei dem Itembild von Kane müssen wir natürlich wieder zwischen den beiden Formen unterscheiden. Fangen wir mit Rast an. Hierbei entscheidest du dich als erstes Item für Eclipse. Bei den Schuhen gehst du normalerweise immer Ionian Boots. Gegen viel AP-Schaden und CC lohnen sich manchmal aber Mercs. Und gegen viel AD-Damage und Auto-Attacker wären es die Tabis. Danach empfehle ich dir Spear of Shogun. Die nächsten Items sind abhängig von dem gegnerischen Team. Frozen Heart, Spirit Visage, Kennig Rukan, Black Cleaver oder Starrux sind auf jeden Fall gute Optionen. Bei der Blue Form gehst du natürlich für ein Assassin-Item-Bild. Hierbei baust du Hubris als erstes und Profane Hydra als zweites Item. Bei den Schuhen entscheidest du dich immer für Ionian Boots. Auch hiernach kommt es wieder auf das gegnerische Team an. Axiom Arc, Edge of Night, Cyrildas oder Opportunity sind gute Optionen. Bei dem ersten Jungle Clear bin ich von folgendem Pathing ein großer Freund. Du startest an deinen Raptoren, machst danach die Crux und den Red Buff. Die Wölfe, der Gromp und der Blue folgen in dieser Reihenfolge als nächstes. Danach musst du schauen, ob du deine Krabbe contesten kannst oder einen Gank findest. Nach kurzer Zeit, so gegen Minute 4, spawnen dann deine Raptors wieder und die clearst du genauso wie die Crux danach. Danach gehst du back und hast 1100 Gold in der Tasche. Nach dem Reset hast du schon ein sehr gutes Early Game gehabt. Jetzt musst du nur noch an deine Form kommen. Jetzt sprechen wir über Matchups und fangen damit 3 guten Matchups für Kane an. Grob gesagt sind das eigentlich alle Tanks wie zum Beispiel Zac,
Sejuani und Amumu. Das liegt daran, dass sie vergleichsweise einen langsameren Clear haben, nicht so gut im Invaden sind und einfach zu wenig Damage haben, um Kayn im Early Game gefährlich zu werden. Sobald man dann Red Kayn hat, ist es sowieso komplett vorbei für die Gegner, weil du sie absolut zerlegst. Schlechte Matchups sind unter anderem Rengar, Rek'Sai und Fiddlesticks. Rengar ist schlecht für Kayn, weil Rengar durch seine verbesserte W den One-Shot von Kayn überlebt, indem er sich wieder voll heilt, und danach kann er selber Kayn one-shotten. Guter Champ. Außerdem ist er sehr stark im Early und kann Kayn leicht invaden. Rek'Sai ist relativ ähnlich. Sie heilt sich zwar nicht hoch, kann mit der W den Kayn aber relativ leicht catchen, ist auch sehr stark im Early Game und kann Kayn auch ziemlich leicht invaden. Fiddlesticks ist ein kleiner Spezialfall. Erstmal hat Kayn kein CC, um das Aussaugen von Fiddle zu verhindern, außer er geht Red Kayn, aber das kann er nicht an Fiddle farmen. Und dazu kommt dann auch noch, dass Fiddlesticks Kayn weiter aussaugt, auch wenn Kayn Fiddlesticks geultet hat. Dadurch kriegt Kayn einfach extrem viel Schaden und kann relativ wenig dagegen tun. Der Point-and-Click-CC von Fiddle ist auch ein weiterer Aspekt, der sich gut gegen Kayn macht. Bei dem Schwierigkeitsgrad von Kayn vergebe ich 2 von 5. Das liegt daran, dass es keine mechanisch anspruchsvollen Kombos gibt. Du drückst einfach hintereinander deine Fähigkeiten und wenn du sie triffst, sind die Gegner tot und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Vor allem als Ras gehst du einfach mit dem Kopf durch die Wand und musst wirklich wenig nachdenken. Typisch Kayn-Mains halt. Das Schwierigste an Kayn ist es aber, seine Limits zu kennen. Wie immer habe ich mir noch ein paar Spieler und Streamer herausgesucht, die den Champion wirklich gut beherrschen. Es gibt 2 Namen, die unter meinem Twitter-Post besonders häufig gefallen sind. Und das sind Karasmai und Envy Carry. Karasmai ist im englischsprachigen Raum wohl der bekannteste und beste Kayn-Spieler und Envy Carry ist das Pendant dazu in Deutschland. Beide sind verdammt gut und haben mir auch für dieses Video mit Tipps und Tricks weitergeholfen. Außerdem hat Mogwai, ein weiterer High-Elo-Jungler, auch noch einige Infos gedroppt, die für das Video nützlich waren. Kuss geht raus an der Stelle. Alle Spieler sind natürlich auch unten verlinkt. Bleiben wir aber noch bei Envy Carry, denn ich habe ihn ausgedrückt wie einen feuchten Schwamm, damit ich euch die besten und wichtigsten Kayn-Tipps und Tricks geben kann. Erstmal hat er auch nochmal bestätigt, dass Kayn an sich nicht schwierig zu spielen ist, sondern die Limits zu kennen das Schwierige dabei ist. Die One-Shot-Combo auf dem Shadow Assassin ist eh durch die Wand into W und Q, Auto-Attack und Ult. Damit sollte man jeden Carry-Champ von 100 zu 0 bringen können. Guter Champion. Damit man einen Gegner ulten kann als Kayn, muss man ihm davor Schaden zugefügt haben. Manchmal kommt man aber einfach nicht heran. Dann bietet es sich an, den Gegner einfach zu smiten, denn dadurch kann man ihn auch schon ulten. Teamfights spielt man als Assassin Kayn so, dass man davor und währenddessen immer mit der E durch die Wand geht und probiert die W als Poke gegen die Carries zu verwenden. Das kann nämlich nicht geblockt werden und man selber ist gleichzeitig sicher, weil man sich in der Wand verstecken kann. Als Red Kayn spielst du sehr fähigkeitenbasierend. Das bedeutet, du gehst rein, benutzt Q und W und musst dann erstmal wieder ein wenig abwarten. Falls du aber schon mitten im Kampf bist, kannst du deine Ult benutzen, um Zeit herauszuholen, damit deine Spells wieder ready sind. Außerdem stellst du auch extrem viel Leben her damit. Deswegen solltest du sie nicht direkt am Anfang benutzen. Ich hatte es noch nicht erwähnt, aber Master Yi ist auch ein schlechtes Matchup für Kayn. Was Master Yi gut macht und was seine Schwächen sind, sage ich dir in diesem Video. Dabei erfährst du nämlich alles, was du wissen musst, um Master Yi selber zu spielen, aber auch, wie du dich gegen ihn wehren kannst. Klick also jetzt auf das Video, weil du dich danach nie mehr über gefeedete Master Yi-Spieler aufregen musst. Und Mango hat natürlich auch noch ein paar Worte dazu zu sagen. Geht's dir gut? In diesem Sinne, viel Erfolg.